Herzlich willkommen bei Silvia kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Diese Woche sind wir kulinarisch in Niederösterreich unterwegs und da freut es mich, eine besonders charmante und fesche Köchin begrüßen zu dürfen. Sie betreibt in Weistrach gemeinsam mit ihrer Familie ein wunderbares Wirtshaus. Das ist ganz wichtig, die Wirtshauskuchel. Sie sagt, wir sind ein traditioneller Kirchenwirt und dass das ganz was anderes ist wie ein klassisches Restaurant. Das wird sie uns heute in der Sendung noch erklären. Was hat sie kulinarisch für uns mitgebracht? Ganz was Feines. Es gibt eine klassische Gulaschsuppe. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich werde ihr jedes Geheimnis dazu entlocken. Und dann gibt es was Süßes, eine Bratapfeltorte. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Ich sage jetzt schon Mahlzeit zu Ihnen nach Hause. Und damit gibt es ein herzliches Hallo an dich, liebe Lydia Maratana. Wie geht's dir? Ja, hallo Silvia, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns riesig. Du bist ja dem ORF sehr nicht ganz unbekannt. Wir reden da gleich ein bisschen drüber, wo man dich schon überall gesehen hat. Aber jetzt sag mir mal, warum hast du dich für die zwei Gerichte entschieden? Im Wirtshaus geht es oft ein bisschen stressig zu und man hat für alles nicht immer Zeit. Weil manchmal geht die Tür auf und es ist total viel los. Yeah. Und manchmal kommen einfach weniger Leute. Und die Gulaschsuppen ist so ein Gericht, erstens essen es unsere Weistracher irrsinnig gern zum Frühschüppen jeden Sonntag. Okay. Und zweitens bereiten wir den natürlich auch ein paar Tage vorher vor. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollen auch die Zuschauer mal eine Gulaschsuppen wirklich so selber machen. Rindfleisch ist ja wirklich was ganz was Tolles, was wir in Österreich haben. Das zweite ist die Bratapfeltorte. Äpfel gibt es auch. Das ganze Jahr. Das ganze Jahr, genau. Und diese Torte macht man eigentlich am Vortag, bevor der Besuch kommt. Okay. Weil meistens hat man da was noch zum Putzen und da noch was zum Herrichten und 100.000 Sachen, was einem noch einfallen. Ja. Und der Kuchen schmeckt am besten am nächsten Tag. Okay, du hattest mich mit Hallo. Das freut mich. Jetzt sag mal, mit was, ich bin deine Gehilfin, du teilst mir ein, wie tun wir? Wir fangen mit der Gulaschsuppe an. Gut. Weil der Zwiebel muss resten, der muss so richtig dunkel werden und das Fleisch muss ein bisschen dünsten. Und in der Zeit machen wir dann die Bratapfeltorte. Super, na gut, dann sagst du mir, was du brauchst, ich reich's dir. Ein Schmalz und einen heißen Ofen. Das ist das erste Mal, das erste, was wir brauchen, ein gutes Schmalz. Topf wird schon heiß. Ich hab einen riesen Tiegel gekauft da von dem Schweineschmalz. Ja, Schmalz ist einfach ein irrsinnig ehrliches Fett noch. Wir kochen sehr gern damit. Absolut. Oft bleibt beim Bratl auch was über. Dann. So, das ist jetzt natürlich ganz kalt. Wie tust du das raus? Wie hättest du das gern? Messer oder Löffel? Wir lassen es oft. Uhlala! Schauen wir mal. Es wird jetzt gleich zischen. Ah, doch nicht so. So, super. Es wäre geschafft. Danke dir. Danke dir. Ich gebe in Zwiebel gleich rein. Aber lassen wir es vielleicht da draußen stehen, ja, weil wenn wir noch was nachbrauchen. So, ich habe gesagt, ich entlocke dir jedes Geheimnis rund um die Gulaschsuppe. Worauf kommt es an? Worauf kommt es an? Auf ein gutes Fleisch, ja, auf guten Zwiebel und auf die gewisse Liebe, wie bei allen beim Kochen. Wie gibst du möglichst viel Liebe in deine Gerichte? Indem ich mir immer denke, das koche ich für mich und für meine Familie. Das ist dann immer eigentlich das einfachste Rezept. Okay. Gibt es eine Reihenfolge, die ich beim Gulasch immer einhalten muss? Also Zwiebel ist bei uns immer das Erste, was reinkommt. Und der muss auch eine gute Farbe kriegen. Und dann braucht man mal die Zeit für den Zwiebel, dass der wirklich dunkel wird. Weil oft hat man es sonst so, dass so der Zwiebel nicht fällt. Und das ist, wenn er zwing lang röstet. Okay, aber bei mir ist immer so, ich habe zwei Varianten. Entweder ich mache alles kaputt, weil ich zum Beispiel das Fleisch und die anderen Zutaten zu früh reingebe. Oder ich lasse die Zwiebeln komplett verbrennen. Also jetzt bin ich sehr neugierig, was jetzt quasi die perfekte Röststärke ist. Wenn er anfängt, den Singer ins Rascheln. So nennst du das? Ja. Der fängt auch ins Rascheln. Dann werden wir dann ganz genau zu hören. Die Platten, die braucht nur ein bisschen. Die braucht ein bisschen. Ja. Soll ich eigentlich die Debreziner aufschneiden? Im Großen und Ganzen
können wir es gleich vorbereiten. Wir haben ja da auch schon Kartoffeln, die haben wir gekocht mit Salzwasser und ein bisschen an Pfefferkraut. Das ist ein irrsinnig wichtiges Gewürz bei uns in der Wirtshausküche. Ja. Wir haben das auch bei unseren Wildgerichten überall drinnen, also auch wenn wir Hasensuppen machen im Winter und allgemein Reh- und Hirschbraten, da ist das halt drinnen. Kann das sein, dass ich das im Wald öfter sehe? Im Wald, es wächst ja meistens wie Unkraut, wo dazwischen, überall da, wo man es nicht sehen will. Ja. Und wird dann einfach dann abgeschnitten, getrocknet und hat man dann das ganze Jahr zur Verfügung. Und das tust du zu den Kartoffeln dazu? Das koche ich mit den Kartoffeln im Wasser. Ja, okay. Das gibt dann Geschmack ab und eine andere Aromatik dann zum Aufgießen. Weil oft hat man nicht so viel Suppen oder so. Und dann hat man da schon einen guten Geschmack drinnen. Was macht man jetzt? Ja, warten, bis das der Zwiebelgas gibt. Dann schneide ich die auf. Dam. Genau, also es ist dann, sage ich, wir nehmen gerne Depreziner, weil unser Fleischhacker hat sehr gute Depreziner. Ob man Hartwurst dann nimmt und den kleinen Würfel schneidet, das ist jedem dann ganz überlassen. Okay, gut. Genau. Also was halt Fleisch haben wir schon vorbereitet. Ist, ja, genau. Das ist auch jetzt zum Beispiel beim Rindfleisch so. Oft kauft man sich ja Fleisch vielleicht beim Bauern im Ganzen. Ja. Das ist jetzt ganz modern, so Fleischpakete und so. Mhm. Und wenn man vielleicht nicht das Ganze braucht, eine Gulaschsuppe kann man aus jedem Rindfleisch fast machen. Okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht, weil da Bohnen stehen. Bohnen ist einfach das, was bei uns immer dazu kommt. Das Rezept ist ja von meiner Schwiegermann. Ah. Und da hat das genau einfach die Zusammenstellung und das, was halt eine Mama kocht, das wird nicht in Frage gestellt. Das macht man einfach, weil es schmeckt. Das gefällt vielen vor dem Fernseher jetzt wahrscheinlich ganz gut, was du sagst. Und liebe Schwiegermama, es tut uns leid, wir müssen dieses Rezept klauen und natürlich für alle zur Verfügung stellen. Also, falls Sie diese Gulaschsuppe von der Schwiegermutter, wie heißt es denn im Vornamen? Johanna. Johanna, von der Johanna nachkochen wollen, kein Problem. Alle Rezepte gibt es für Sie zusammengefasst auf extra.orf.at. Außerdem im ORF-Teletext auf der Seite 356. Dann haben wir es noch auf unserer Homepage tv.orf.at/Silvia kocht und natürlich auch für Sie in der ORF-Nachlese. Und jetzt haben wir die Johanna maximal ausgenutzt. Genau. Nutzt nichts. Soll ich was anderes vorbereiten? Vielleicht schon für die Torte irgendwas? Ja, wir machen da jetzt aus Mehl, Zucker, Ei. Haben wir alles? Und Butter haben wir da herum. Machen wir einfach einen Mürbteig. Einfach alles zusammen und einfach einmal kurz durchkneten. Auf der Platte? Auf der Platte. Also ich mache daheim alles immer auf der Platte. Gibt's weil einfach einen Trick? Sonst. Die Butter soll warm sein, das ist. Und sonst eigentlich nicht. Alles ganz, zusammen. Ganz unkompliziert. So, also wie viel Mehl haben wir da? Bei uns heißt es Mehlspeismehl, es ist Universalmehl. Okay. 250 Gramm, 130 Zucker und 130 Butter, ein Ei. Und wenn man ein bisschen Backpulver reingeben will, kann man gerne ein bisschen Backpulver auch. Okay, ich habe ein Backpulver, wenn es war. Ja, schauen wir noch, da machen wir es eh nicht. Ein Backerl. Achtung, kommt sofort. Ein ganzes Backerl? Ja, da machen wir ganzes rein. So, ich schaue mal beim Zwiebel, aber den geht es eh gut. Es ist halt natürlich so, je mehr Fett wir drinnen haben, desto einfacher ist dann natürlich, dass er nicht zu schwarz wird unten an der, in der Pfanne. Die haben wir ja noch. Man sagt ja beim Mürbteig rasch abkneten. Und das gelingt, wenn. Treibst mich du gerade an? Bitte? Treibst mich du gerade an? Rasch. Ja, besser. Entschuldigung, bin schon dabei. Ich bin nicht so die Teigspezialistin. Ich muss ehrlich sagen, ich passe daheim auch oft nicht so auf. So, ich tue da jetzt noch was rein, weil bei uns schwimmt der Zwiebel auch so drinnen ein bisschen. Und durch das wird er auch schön gleichmäßig. Mhm. Du, ich habe zuerst versprochen, dass ich unseren Sehern erkläre, oder du erklärst es, was jetzt der Unterschied ist zwischen einem Wirtshaus, einem Kirchenwirt und einem Restaurant. Also wie zwischen Kirchenwirt und Wirtshaus weiß ich selber oft nicht recht viel Unterschied, das ist, außer dass halt eine Kirche nebenbei ist. Gut, das ist easy, das merken wir uns. Und Restaurant ist halt doch, wo man halt sagt, da sind anders die Reservierungen da und die Feierlichkeiten, das ist anders. Also wir haben unter der Woche oft zum Mittag 30 Personen zum Essen, können auch 60 Personen sein. Wenn wir ein Begräbnis haben, stürmen 100 Leute bei der Tierarena oder noch mehr. Und das noch ohne die Vereine. Also in einem Dorf hat man einfach ein ganz anderes Vereinsleben. So, die Form. So, Liebes, was sagst du jetzt zu dem? Das schaut super aus. So.
Das gebe ich mir gleich mal ein bisschen auf Zeiten für den Rand, weil wir kleiden dann das aus. Ein bisschen Mehl zum Ausarbeiten braucht man noch und das Nudelholz. Ich wolke ja das meistens schon da aus, weil dann brauche ich es nicht nachher noch mal umheben. So, was brauchst du noch? Nudelholz? Nudelholz braucht man, genau. Dann mal tauschen. Nehmen wir das Größere. Ich versuche es immer wieder. Leider nein. So. Aber wie schlau, dass du das direkt auf dem Ding machst. Ja, das ist halt auch durch die, wenn man halt mehr Mengen zum Machen hat, dann. Super. So. Dann braucht man ein Messer. Messerchen, warte, gibt da eins? Ja, super. Und dann kommt man schon die Äpfel schön. Gerne. Wie viel? Also ich sage immer 5 größere oder sie, oh, dann nehmen wir sicher 7. Weil die sind ja kleine Äpfelchen. Lasst mich du da noch ganz kurz zu mir. Jetzt wasche ich mir mal die Hände. Ja, mach das. So. Ah, das ist eine gute Beschäftigung für mich. Dass wir einen Platz haben. So. Du, sag einmal, mit den Apfelschalen. Mit den Apfelschalen. Hast du irgendwas, was wir mit denen machen können? Ich hab ein Pferd. Wirklich? Das mache ich mit denen. Okay, das heißt, die werden gut gefüttert mit viel Vitaminen. Genau. Ich habe mal gehört, dass man einen guten Tee draus machen kann. Ja, das ist sicher, also man kann es auch sicher trocknen. Warte, meine Liebe, du musst da ganz genau sagen, was du tust. Was passiert da jetzt? Du machst den Rand. Genau, ich mache den Rand. Haben wir genug aufgehoben? Ja. Ja, ich habe genug aufgehoben. Wir machen Äpfel dabei. Also ich schneide die Äpfel auch oft einfach so weg, weil Äpfel schön, Äpfel entkernen, Äpfel zuputzen, das dauert oft ganz schön lang. Ja. Und ich schneide es jetzt einfach so immer weg vom Gehäuse. Natürlich kann man es dann da an zu Hause anders auch machen. Ganz anders machen. Genau. Aha, und jetzt einfach auslegen. Genau. Und während du das machst, würde ich mal sagen, schätze ich die Milch mit Schlagobers und so einem Pudding an. Da wird einfach ein Überguss dann über die Torten gemacht. Und da wird einfach alles miteinander aufgekocht. Jetzt reden wir ein bisschen über neun Plätze, neun Schätze, weil von dort kennen Sie die Lydia vielleicht. Du hast, wie soll man so sagen, alle an die Wand gekocht mit deinem, wie? Mostviertler, Mostbradl war das. Ja, genau. Erzähl, wie das war. Was ist die Geschichte? Ja, wie es war, es war eigentlich unglaublich. Es war, das Ganze war so wie ein Traum, aus dem man eigentlich nicht munter werden will. Okay. Weil es einfach für uns als Wirtshaus ja doch was Außergewöhnliches war, dass man bei sowas mitmachen darf und kann. Und schauen wir, dass wir das rausbringen. Für alle, die es nicht gesehen haben, neun Plätze, neun Schätze, große ORF-Sendung. Es geht um die schönsten Plätze Österreichs, es geht um das beste Essen Österreichs. Und ihr habt, glaube ich, dann mit eurem Essen gewonnen. Genau. Oder also, bestes Essen Österreichs war das. Es sind einfach von jedem Bundesland sind drei Gerichte ausgewählt worden. Und das Siegergericht vom Bundesland hat dann nach Wien fahren dürfen und hat sich dann gegen die anderen Bundesland-Sieger messen dürfen. Genau. Lege das da noch innen weiter? So, genau. Wir legen die ganze Torte aus und ich schaue nur, wie gesagt, dass das nicht anbrennt. So, was hast du da jetzt gemischt? Das passiert mir regelmäßig. Aha. Da habe ich jetzt Milch, also normal ist das Rezept nur mit Schlagobers. Okay. Aber ein bisschen auf die Linie schauen, jetzt habe ich mal ein Drittel ersetzt durch Milch und dafür ist ums Gespüren mehr Pudding drinnen. Okay, aber nur mal, wie viel Milch hast du genommen, wie viel Schlag, wie viel Pudding? Das ist ein halber Liter Milch, ein halber Viertel Liter Obers, 130 Zucker und anderthalb Packerl Puddingpulver. Ich glaube, das sind so nicht ganz 60 Gramm. Also man sieht, der Pudding kocht dann auf, es geht dann wirklich schnell, dass sich das ja auch unten anlegt. Und wenn er dann so pluppert, so wie da, dann gieße ich es dann über die Torte drüber. Siehst du, wie ich es gesagt habe, es geht schnell. Vielleicht tun wir da noch ein bisschen. So. Aber das war es dann eigentlich das schon. Das war's. Du hast kleine. Ja. Was ich dann noch eventuell mache,
wenn der Mürbeteig ein bisschen zu hoch steht, was einfach passieren kann. Ich ruhe da links. Ja, ja. Ah, das passt schon so. Aber hörst du das schon? Ein bisschen fangen wir an. Was tust jetzt singen? Ins Rascheln. Dann lege ich den Mürbeteig dann nochmal auf die Torten auf, weil er dann einfach nachher nicht so trocken und hart ist. Okay. War super. Genau. So. Und jetzt? Ab ins Rohr. Das war's? Ja, das war's. 150 das war Grad. Aber, sag mal jetzt, wie lang? 150 Grad? Braucht schon 50 Minuten. 50 Minuten, genau. Und dann Ober-Unterhitze, Umluft oder egal? Kannst du aussuchen. Ist egal. Ich mach das auf. Super. Bitte, da schon her. Super. Das war's. So, jetzt kommt der Überclou. Also, wir resten dann auch nichts an, so wie Paprika oder das Fleisch oder sonst was, weil das ist, wie ich schon gesagt habe, im Wirtshaus zu gefährlich. Okay. Weil, wenn ich das mit Suppen jetzt ablösche, dann in Paprika dazu gebe und das Fleisch und dann den Deckel drauf tue, kann nichts mehr anbrennen. Okay. Also, wenn das jetzt so ist, gieße ich es ein bisschen mit Suppen oder Fond oder wenn wer sagt, er hat nur Wasser, dann kann er natürlich auch Wasser annehmen. Dann darf ich aber nur ein bisschen Salz von Anfang an klein, weil der Geschmack, der jetzt schon drinnen ist, einfach. So. Paprika. Soll dir helfen? Du kannst es einfach reingeben. Schau her, wir machen das so ganz effektvoll und langsam. Wir tun jetzt Deckel drauf, lassen das eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, halt, was für Fleischteil wir halt haben. Okay. Wenn du jetzt sagst, du hast eher ein Gulaschfleisch, das braucht ein bisschen länger, hast ein Kochfleisch, dann braucht das nicht so lang. Okay. Aber ich sage, eine Dreiviertelstunde ist immer ein guter Richtwert, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute haben es lieber ein bisschen zu weich, als wie sie müssen recht lang drauf, wenn man tun kann. Dann würde ich sagen, wir lassen der Gulaschsuppe mal ihr Zeit und drehen einfach alle Gesetze um und fangen mit der Torte an. Genau. Passt das? Genau, das machen wir. Sie merken das natürlich zu Hause sofort. Wir haben da die Torte reingeschoben und sie kommt hier raus. Das ist Magie und Zauberei. Und die Lydia war einfach so lieb und hat am Vortag quasi schon eine fertige Torte zubereitet, damit wir unsere Sendezeit auch gut einhalten können. Und so sieht die dann aus. Genau. Die ist auch nicht heiß. Sondern die ist nicht heiß. Wichtig ist, dass man das halt auch löst. Gut. Weil sonst kann es doch sein, dass es festklebt. Wenn sich wer vor die Gäste oder Zuschauer fragt, warum ich das nicht eingefettet habe, ist halt oft der Mürbeteig auf dem trockenen Tortenring besser. Schauen wir. Na. Wunderbar, das darf ich dir geben. Sehr gerne. Wortlos der Zeit. Jetzt. Der Anschnitt, wie soll es sein von Ihnen? Was wäre die perfekte Konsistenz? Die perfekte ist halt, wenn es nicht fest und nicht zu weich ist. Also, aber das Rezept, das ist wirklich sehr gelenksicher. Wir machen das oft gern. Ich hol dir ein Tellerchen, oder? Wie gesagt. Siehst du? Warte mal, da haben wir ein tolles Und das Schöne ist, es schmeckt halt auch wirklich jung und alt. Nicht schlecht. Gell? Also, wir zeigen das jetzt nur mal in aller Pracht. Wir haben eine wunderschöne Bratapfeltorte mit einem Mürbeteig. Darf man verkosten? Bitte, schau her. Ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt gleich mit mir passieren wird. Ach Gott. Was sagst du? Ja, okay, bitte. Ja. Ich habe das Rezept schon nicht nur euch gegeben, gell? Das ist ganz. So haben auch schon manche Gäste mit haben können. Also, ich würde Sie wirklich bitten zu Hause, dass Sie diese Torte nachmachen. Das ist ein Traum. Das Saftige vom Pudding, dazu die saftigen Bratäpfel und ein schöner Mürbeteig. Also wirklich, boah, Lydia, mega. Und ich würde sagen, auch schaffbar, gell? Sehr leicht, ja. Super. Ja. Jetzt freut es uns vielleicht, aber nicht weiterkochen, gell? Nein, das freut uns schon, weil du hast auch von einem sehr netten Menschen die Produkte mitgebracht. Da reden wir gleich drüber. Das ist wirklich gemein. Ja. Meistens gut. Passt, Liebes. Schauen wir, wie es im Gulasch geht. Schauen wir, wie es im Gulasch geht. Achtung, heiß könnte heiß sein. Genau. So. Siehst du, die hat jetzt schon geköchelt. Es setzt ja dann ein bisschen das Fett ab, das nennen wir Glanz. Den schöpfen wir oft auch gern ab für ein Beischel oder so, dass man ein bisschen eine Farbe drum hat. Ja. Super sieht das aus.
Und jetzt kommen einfach alle anderen Sachen noch rein. Ich würde sagen, du kannst mir vielleicht die Depperzinne gleich hinten reingeben. Ah, okay. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, genau. Also so. Warte mal, da haben wir einmal die Depperzinne. Genau, ich gebe die Bohnen dazu. Mhm. So, dann noch die Suppe, die restliche. So, von den Gewürzen her. Also wie gesagt, man kann die auch sonst vorher gern reingeben. Was ist ein bisschen das? Majoran geben wir rein. Beim Kümmel ist es so, es gibt Leute, die essen sehr gern Kümmel. Ja. Und eine Menge den Kümmel gar nicht. Okay. Also man Kümmel sagt ja immer, nach Bedarf. Jeden Koch ein bisschen sein Vogel. Was ist dein Vogel? Mein Vogel. Ja. Da müssen wir die anderen fragen. Eieiei. Karl, du schreibst uns bitte. Und jetzt zeig uns da ein bisschen mal, wie das Fleisch ausschaut. Weil du hast das Fleisch mitgenommen von einem ganz lieben Menschen. Ja, genau. Bitte erzähl mal ein bisschen was von ihm. Eigentlich sind es zwei liebe Menschen. Mhm. Das ist der Graf Reinhard und die Martina. Mhm. Die machen schon seit Jahren, also ich verfolge es einfach immer nur ständig, wenn sie sich weiterentwickeln, einen Biobetrieb mit Rindfleisch, also mit Rindern, aber mit einem Blondvieh. Also ganz basisch und jetzt nicht irgendeine hochgezüchtete Rasse, wo man sagt, das hat so und so einen Namen, sondern einfach eine vernünftige Rasse, die was ein super Fleisch hat, aber auch vom Preis her wirklich in einem total leistbaren Bereich ist. Mhm. Und die machen das Bio, schauen auch, dass sie möglichst ohne Kraftfutter füttern, dürfen natürlich draußen noch mit umrennen. Schau her, wir haben da noch die Kartoffeln. Was soll mit denen passieren? Die Kartoffeln, die haben wir ja mit Pfefferkraut gekocht in Salzwasser und mit dem Wasser von den Kartoffeln geben wir es auch rein. Die streckt dann nochmal die Suppen. Ach so, also einfach ja, rein? Ja, genau. Man hat dann auch die Stärke von den Kartoffeln, von dem Kartoffelwasser in der Gulaschsuppe auch noch drinnen. Okay, käme ich aus. Ach so, natürliche Stärke. Na? Und das? Ein bisschen Pfefferkraut auch rein. Für den Geschmack. Direkt rein. Ich gebe jetzt noch ein bisschen eins dazu, weil ich es bei den Kartoffeln gesehen habe. Und was war Gulaschsuppe ohne Pfefferkraut? Undenkbar. Nein, das geht gar nicht. So. Anziehen müssen wir es noch mit Maisstärke. Eben. Schön, ja, genau. Ja, da kann man ruhig schön holen. Das war jetzt ein bestimmter dass Griff. Dass es nicht nämlich so stockt, weil sonst stockt es nur. Jetzt kriegen wir schon ein bisschen eine Sämigkeit rein. Und das hat man bei Soßen einfach gern so oder auch bei Suppen eben. Mhm. Genau. Super. Fertig. Das war's. Das war's. Darf ich es ausschöpfen? Ja, bitte, gerne. Da wird noch was zum Unterstellen. Das ist ein Deckel. So. Huch. Ach, schau, da haben wir sogar zwei, na bitte. Doch perfekt. So, ich fasse noch einmal kurz zusammen, was wir heute geschafft haben. Die wunderbare Lydia Madadana vertritt kulinarisch das Bundesland Niederösterreich in dieser Woche, kommt aus Weistrach und hat für uns gezaubert eine köstliche Bratapfeltorte mit einem Pudding, wie sagt man da, Pudding-Gemisch, was da drauf ist. Pudding. Eigentlich ist es ein aufgekochter Pudding. Aufgekochter Pudding, also eine wunderbare Bratapfeltorte und dann ganz klassisch Gulaschsuppe und wahrscheinlich jetzt gleich die beste, die ich je probiert habe. Und schau, los geht's. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit. Prost mal das einmal. Ist noch heiß. Gut. Das liebe ich. Das ist ganz gut. Besonders begehrt sind dann immer die Depperzinne, die da drinnen schwimmen. Ich finde auch. Du kannst ruhig mehr reingeben. Auch. Wunderbare Gulaschsuppe. Lydia, herzlichen Dank, dass du uns kulinarisch durch die Woche führst. Freue mich sehr. Und zu Ihnen nach Hause, herzliches Mahlzeit und danke fürs Zuschauen. Alles Liebe. Es ist das beste Leben.